Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together mit meiner Wenigkeit und dem guten Dönerslaxi. Ja, was geht, Digga? Gute Laune. Ein Timber. Jetzt kommt's. Da sag ich nur. Oh no. Beste Feedback, so Freunde. Wir wollen uns mit euch zusammen die Story von Diddy Kong Racing geben. In schönem Together. Tipptopp. Haha, das bin ich. Und das bin ich. Und ja, im Endeffekt ein bisschen in Nostalgie schwelgen mit diesem kleinen Klassiker. Press Start. So, wir gehen zuerst in die Options rein. Lass mich mal eben kurz übernehmen, mein Bester. Denn wir brauchen die magischen Codes. So, ich habe mal nachgeschaut, wie der Code ist, so, ist, da den geht wir auch brauchen. Meine Aufnahme wieder weiter. Jetzt haben wir es endlich mal hingekriegt. Ja, wir haben Dual-Anfang hier, weil hier nichts funktioniert hat. Warte, du darfst nichts drücken, Alter! Ich mach gar nichts, Alter. Ich trinke Bier. Das ist schon mal gut. So, du kannst den Leuten ja mal erzählen, wie toll Diddy Kong Racing ist, während ich probiere hier. Scheiße ist es. Nee, ich habe jetzt auch nochmal den Ingame-Sound bei mir leiser gemacht, damit man dich hört, weil das beißt sich. So. Ja, ich habe mittlerweile keinen Bock mehr. Wir haben jetzt hier schon wieder so lange dran gehangen. Ja, der Wishes kann schreiben. Da, Two-Player-Adventure. Ja, geil, Alter. So, jetzt können wir intim sein. So, jetzt müsste es eigentlich nur noch ausreichen zu starten, wenn ich mich nicht irre. Wäre ja mal toll, wenn was direkt auf Anhieb funktionieren würde. Da ist er! So. Hey, it's Ketchup! Muss noch ein bisschen den Sound genießen. Der Schmetterling ist der Beste. Ja, jetzt gut, Alter. Rastet schon aus. Warte. Die Katze, ich schick die Katze so sehr. Du musst es mit der Katze machen, die Katze kommt am geilsten. Meine Güte, Alter. Mach's mit Nein, ich will nicht den Kracher haben. Mach's so, können wir jetzt mal hier endlich anfangen, Alter. Nein, mach mit der Katze auch. Nix mit der Katze, Abenteuer. So, neues Spiel. Wir nennen es natürlich an den guten Slavi angelehnt. Slavi. Alter, das Piepse macht mich wahnsinnig. SL, was piepst denn bei dir? Mach ein W statt ein A. Es kommt stylisch. Sla, wir sind der Sla. So, eigentlich bist du ja doch ziemlich gesegnet mit deinem Namen, Slaxi, ne? Weil dein Name ist perfekt für Nintendo 64-Spiele, oder? Ich bin da schon ein bisschen neidisch. Meine Namen haben nie reingepasst. Richtig traurig ist es dann, wenn du vier Buchstaben zur Verfügung hast und dein Name aus fünf besteht. Hört einfach nicht auf den Wishes, Leute. Der ist bei mir eh abgehackt. Alles gut. Krieg's nicht hin, ne? Alter, was Power Frosch. Ist der Beste, Alter. Ah, wunderschön. Einfach nur so ein hüpfendes Dreieck. Mhm. Oh nein, Alter, der Drogenbaron, höchstpersönlich. Der Drogenbaron, frisch von der IS. Die fliegende Pinata da, Alter. Der Ausbilder in Spee hier. Seinem handgeknüpften persischen Teppich. Hallo, ich bin der gute Geist der Insel. Ich bin hier, um euch zu helfen. Good luck! Das ist der Drogendealer von der Insel, Mann. Ja, immer diese Flüchtlinge hier. Hey, Alter, so. Wo bin ich? Ja, du kommst gleich wieder in dem Hauptrennen, Alter. In der Overworld darfst nur du, oder was? Nein, man kann das auch tauschen. Ich weiß aber nicht mehr, wo das geht. Das musst du danach prüfen. Kannst du dann nicht mal geradeaus fahren? Ich muss jetzt erstmal hupen. Hupen ist wichtig. Wo ist denn hier der Rückwärtsgang? Alles klar. Du bist voll der Lappen. Ich will auch, Mann! Du darfst gleich sofort, du kannst mir den Leuten... Du kriegst den scheiß Luftballon! Lass mich arbeiten, verdammt, geht das jetzt schon los hier! Das ist schlecht. So. Ich bin Tridi bloß schlimmer, denk dran. Was, wieso geht's jetzt auf Tridi auf einmal? Was hat der denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Nee, weil ihr euch doch da bei Resi gekappelt habt. Achso. Deine Domain! Nee, das stimmt. Ancient Lake! Ancient Lake, geiles Level, geile Welt. So, auf geht's, wir machen alles, 100%. Ja, wir ziehen ja voll... Warum bin ich jetzt unten auch nochmal da? Bedeutet auch alle Coins. Oh shit!
Ja, toll, beide fahren hin und keiner kriegt's mit. Das ist super, Alter. War hier nicht sogar der Trick, dass wenn du bei Speed kurz vorher vom Gas gehst, dass du schneller bist? Ja. Sehr geil, sehr, sehr geil. Dun, 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 dun. Alter, ich muss erstmal wieder reinkommen, Alter. Hey, Timber, geh aus dem Weg. Ich hol's. Boah, das musst du machen, Alter. Das musst du machen. Mein Ketchup kriegt nicht die Kurve, du. Ich komm immer auf die schiefe Bahn. Dein Ketchup? Ja, kriegt nicht die schiefe Kurve. Ich komm immer auf die schiefe Bahn. Also es tut mir leid, Leute, wenn der Wishes etwas abgehackt ist, aber es ist halt leider so bei mir. Oh, wow, was war denn jetzt? Monsterleck, ey. Ja, wir spielen das Ganze online nebenbei. Ich hab das Ding. Oh Gott, was machst du da? Hör doch mal auf! Leute, wir haben... ich bin voll gegen den Felsen gepimmelt hier gerade. Hier wird das Spiel gehackt, Alter. Ist jetzt wahrscheinlich irgendein Random reingekommen. So, finish. Und an die Luftballons. Boah, das ist aber auch scheiße laut, das Game. Ich muss das auch leiser machen im nächsten Part. Da ist er wieder. El Presidente. Ja, wir können den ja beim ersten Mal nicht wegdrücken, den Elefanten. Das ist for you. Pass auf, das ist for you. Das ist for you. Scheiß Maus, ey. Kann dir jemand zerquetschen, Alter. So, Kannst du mir verraten, warum du bei mir total abgehackt bist? Wahrscheinlich, weil wenn ich den Sound so laut. Keine Ahnung, vielleicht. Aber wenn ich den leiser mache. Ah, nee, warte. Geh mal näher ans Mikro, nimm das Ding mal in den Mund. Ist jetzt besser mit abhaken? Alter, ich hör dich, jetzt hör ich dich gar nicht mehr. Hörst du mich noch? Hallo? Ey, jetzt spielst du. Sag mal was. Hallo? Ja, mal mehr als nur Hallo. Hallo, mal mehr. Na, also vorhin warst du lauter, jetzt ist. Ja, ich hab mich leiser gestellt hier, weil ich glaube, ich übersteuere, deswegen hacke ich bei dir immer ab. Ja, jetzt geht's wieder, ja. Ja, sehr schön. Das lag's wahrscheinlich daran, weil er übersteuert und Skype Übersteuerung rauszieht. So, mach hier direkt nächste Runde, ich will dich hier abziehen, Alter. Hast du jetzt nur Schwein gehabt? Warte. Wie er angibt, ne? Wie er angibt hier mit seinen Chromreifen. Ach, schade, ich wollte da genau reinömmeln. Warte, krieg ich hin? Ah, ne, ach, scheiße, ach Gott. Okay. Langsam wird's peinlich, Alter. Nebenbei, hast du eine Lieblingswelt hier? Jetzt höre ich dich eh nicht wieder. Nö. Ich lass einfach alles auf mich zukommen. Alter, verzieh dich. Boah, man muss sich hier aber auch echt hardcore konzentrieren. Boah, die Maus ist aber verpiss dich, blöder Tiger. Ach, du kannst es einfach nur nicht. Die Maus ist ein Cheater, das weißt du genauso gut wie ich. Die ist doppelt so schnell und hat eine viel bessere Servolenkung. Die Maus ist nicht schnell, die hat nur eine Arcade-Steuerung. Ey, du Ratte, Alter. Du, da schieße ich den Vogel ab, ich sag's dir. Alter. Ja, kack erstmal mitten auf dem Weg. Das ist richtig gut. Was, drehst du dich immer nach hinten? Hast du Angst, dass ich dich überhole, du Sau, oder was? Geh weg, Alter, du kackst mir doch in den Weg. Und du, was ein Schwanz, ey. Ah, schön. Sich freut, ey, wie er Spaß mit der Backen hat. So muss das sein, Alter. Genau, das ist richtig LP. Ich geh gleich wieder Mario Kart spielen. Ja, shit, Bruder. Wo slidet der hier denn? Ja, kack mir noch mitten im Weg, ey. Nur für dich. Oh, schön. Oh, Leute. Oh, scheiße. Ich liebe dieses Spiel. Das ist auch das Beste überhaupt, letzte Runde? Ah, nee. Schade. Ey, Alter! Oh, jawohl. In das Ding rein. Da habe ich den Vogel abgeschossen. Guck mal, wie schnell sie wieder Gas gibt. Was für ein dreckiger Cheater er ist. Ich kann's halt einfach, du nicht. Oh, kann mir mal bitte einer sagen, warum Schildkröten Bananen sammeln sollten? Ja, wäre was für Donkey, ne? Vielleicht hätte ich Didi nehmen sollen. Vielleicht hat er da ja ein bisschen mehr Erfolg bei sowas. Ich muss... Alter, wer legt eine Blubberblase hin? Ey? Keine Ahnung, Alter. Und... Die Dinger sind aber auch scheiße gemein, die Blubberblasen. Phänomenaler Sieg für Piepsi, die beste Maus von Mexiko. Aber dafür habe ich ein cooleres Fahrzeug. Das BMW. Rück den Rotz jetzt weg, Alter! Alter, stumm ihm auf seinen Teppich. Das ist für you. Komm, sag's, tu es. Was ist für you? Was ein Wichser. Du bist nicht ich tipsy. Bin noch mal. Du bist nicht Tipsy, du bist Wixi. Was bin ich? Oh, Leute, boah, ohne Scheiß, wie hast du deinen Führerschein hinbekommen?
Dick, warte, ah, jetzt genau, fahr da rein, Mann! Warte, ich will genau die Kurve kriegen, dass ich... Ah, fast. Du wirst die Kurve nie kriegen, Alter. Für dich ist der Zug abgefahren. Dann überholen wir es doch. Boah, geile Mucke hier. Ich hab das Ding verpasst, Mann. Das Ding hat geile Mucke, du. Da kriegst du richtig Benzin im Blut bei. Was, Benzin im Blut bei? Boah, der hat eine Steuerung, ne? Servus. Markus. Tschüss. Alter, du... Du Ra... Ich back! Du Ra... Ich back! Ah, schön. Oh, ich hasse... Ah, richtig gut. Das ist ein perfektes Spiel für uns. Das ist scheiße, Alter. Oh, Leute. Nein, ich bin in der Brücke. Da, wo er hingehört. Boah, jetzt bin ich aufgeregt. Jetzt darf ich nichts versauen. Ich hab's richtig hart. Ah, vergiss es gut aus, Alter. Das war der... Das ist mich hier echt reingepackt. Oh, richtig gut, ey. Richtig, richtig gut. Da könnt ihr mal sehen, wo er Sluxy bleibt hier. Team Sluxy kann arbeiten gehen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer ist Team Sluxy und Team Wishes. Wird hier wahrscheinlich wieder die ganze Zeit nur gemobbt, wie bei Majora's Mask. Das haben wir noch gut aufgeholt, Schätzgelein. Ja. Dafür, dass ich mich noch unter die Brücke gepackt habe. Und in This den... This is for you. Ja, jetzt ist er aber jetzt nochmal, ne, zu dem Kurvenverhalten. Guck dir das Kurvenverhalten von ihm hier an. Ich drück mal die Bremse und die andere Schultertaste. Wir haben zu wenig Ballons. Dann kannst du nämlich deine Räder anheben. Wir müssen noch Ballons abfahren, Alter. Aber eine Tastenbruder. Uns fehlt noch ein Ballon. Welchen kann ich denn noch holen? Ah, den Rest da hinten kannst du erst mit Flugzeug holen, ne? War nicht hier im Baumstamm noch einer? Hier? War hier nicht irgendwo noch ein Ballon? Wo waren die scheiß Ballons, Alter? Sluxy? Nee, da unten nicht. Vergiss es, da sind wir noch gar nicht so weit. Ja, wir brauchen noch einen Ballon. Wo war der kack zweite Ballon? Fahr mal zurück, rempel mal den Himmelbär an. Können wir Flugzeuge schon nehmen? Ob wir gegen den schon ein Rennen machen können? Oder kommt der da automatisch auf uns zu? Komm mal her hier. Hoch, hoch. Oh. Huch. Boah, der war gut. Ah, wir können Flugzeug schon machen. Dann ist das kein Problem, Alter. Ich hatte in Erinnerung, dass das erst später geht. Dann ist das kein Problem. Dann können wir mal. Oh Gott, der und Flugzeug. Oh Gott. Ja, du musst auch mit dem Drift arbeiten. Mit Bremse, Drift und in die Richtung lenken. Dann kannst du harte Kurven fahren. Ah. Ja, bei Tipsy ist das alles... Ich bin eigentlich ja auch immer Tipsy gewöhnt, aber ich habe gedacht, komm, der Noob darf das mal... Wollen wir tauschen, machen. Alter, deine Mutter. Wollen wir tauschen? Wir können das später ja machen bei anderen Sessions. Da, in ja der nicht, Eiswelt. Wir müssen... Was willst du in der Eiswelt, Alter? Wir müssen die eine erstmal fertig machen. So, links im Eck. Ich will hier den Ballon. Da. Ja, das ist rechts, aber da ist auch einer. Watch out! Oh Gott! Getrollt vom Ballon. Meine Güte, ey. Weißt du, welche Frage noch viel wichtiger ist, warum eine Schildkröte Bananen sammeln sollte? Warum eine Schildkröte Bananen sammeln sollte? Warum eine Schildkröte Ballons sammeln sollte? Alter, was? Mehr Pech als Verstand, Alter, wieder, ey. Ja. Hier machen wir Diddy Kong Racing No Death Challenge. Ja. Kriegen wir sicher gebacken. Hier in der Eiswelt ist. Ja, drinne, aber dann machen wir später. Müssen wir jetzt nicht noch machen. Schön. So, ich will wenigstens im ersten Part hier die erste Welt fertig haben. Boah, verdammt, Alter. Alter! Dieser schüttelt die Bäume. Gott, bist du schlecht. Ruhe auf den billigen Plätzen. So, weiter hier jetzt. Ich bin mal gespannt, wer von uns gegen den Endgegner muss. Freust du dich schon auf die Krake? Ich habe gehört, das ist dein Lieblingsboss. Oh Gott. Ja, die darfst du schön machen mit Tipsy, Alter. Das war ein Boss, die zweite Mal ist aber auch nicht so verschärft. Die werde ich mir aber nicht mit Ketchup geben, die Scheiße. Ja, super. Ganz großes Kino, Alter. Ja, hier ist die Hula-Hoop-Hoop-Hula-Hoop-Hoop-Mucke. Hurensohn-Mucke, Alter. Para. Oh, Alter, hey.
Alter, da holt er die Turbo-Rocket raus, oder was? Ja, hat mir aber nichts gebracht, aus irgendeinem Grund der Beschleuniger sich damit nicht kombinieren wollte. Ist mal wieder mein Glück hier. Wie weit du schon wieder bist! Chill, Bruder, ich hab's... Scheiße, ey. Hula, hoppap, hula, hoppap, hula, hoppap, hula, hoppap. Oh, was mach ich denn? Jetzt verpönt er mich hier noch. Fast doch alles nicht. Ja, interessant werden die Runden sowieso erst, wenn wir Münzen einsammeln müssen. Ja, das stimmt. Das ist ja hier alles nur Aufwärmtraining. Ja, scheiß drauf, das kriege ich nicht mehr. Da werde ich ihn leider nicht mehr bekommen. Alter, ich hab fast das Kroko. Er ist abgeflitzt. Was hast du? Das hab ich fast. Hooray! Jetzt können wir uns den scheiß Elefanten wiedergeben. Ja, erster Endboss. So, ich mach beim ersten Run, wie das beim zweiten machen. Ja, ist halt zufällig, ne? Wer jetzt gerade steuert, ne? Wenn du jetzt verlierst, bin ich dran. Ach so. Das wechselt sich immer ab. Ah, okay. Wenn du ihn schaffst, mach ihn fertig, gar kein Problem. So, jetzt. Well done, Kid! Ja, einer von den Kinos, Alter. Der Typ, der hat doch auch schlecht geschlafen. Ah, da hau ich in die Tassen, Bruder. Ich hab grad... Ja komm, den kriegst du hin. Beim ersten Mal ist der echt gar kein Ding. Wobei man echt sagen muss, wenn du das erste Mal allgemein gegen ihn fährst, kann der schon ein richtiger Arsch sein. Ne? Du musst schon wissen, wo deine kleinen Lücken sind. Kürzt du ab bei dem? Langsam. Weil die Kurve an die Schuhe... Oh. Und da ist er platt. Kriegst du nicht mehr. Ist vorbei. Der ist beim zweiten Mal schneller, ne? Ja. Oh. Ah, komm. Sluxy macht spannend hier. Hier unseren Dreihorn hier. Ich weiß nicht mehr, wie hießen die? Was? Wie hießen die? Dreihörner hießen die bei in einem Land vor unserer Zeit, ne? Ja. Ja, in einem Land vor unserer Zeit hießen die Dreihörner, haben wir die da genannt, ne? Ja. Da muss ich hart konzentrieren gerade, Bruder. Ich glaub's hier, Alter. Ja, kriegt der doch die Kurve. Ich fass das alles nicht. Wo weißt du mit wem? Brems, Alter! Also, eine richtige Challenge ist es, glaube ich, den mit dem. Mit der Schildkröte zu besiegen. Nicht mit der Schildkröte, mit dem Krokodil zu besiegen. Das wäre, glaube ich, eine richtige Herausforderung. Der hätte Probleme bis zum geht nicht mehr bei den ganzen Kurven. Oh, komm, jetzt mach hoch, Alter! Komm! Oh, da kriegt das noch! Oh. Sein Sabber im Nacken gespürt, ey. Er hat sich auch gedacht, ich krieg dich jetzt, Bruder. Well done, Kid. Oh, jetzt wird's. Silbermünzen sammeln. And win. And then come back to see me. Man muss aber auch mal sagen, das ist auch ein bisschen bitchy, ne? Ein Koop-Modus in diesem... Alter, was für ein something mit? Special for you. Das ist auch richtig mies, einen Koop-Modus einzubauen, den aber mit Cheat zu verstecken, ne? Ich weiß nicht, was Rare sich dabei gedacht hat. Haben wir so. Schon 7? Nee, fährst du Nummer... Naja, du kannst. 6 haben wir. Als nächstes. Rumpelsee. Da rumpelt und pumpelt Rumpel es. Pumpel, Alter. Los geht's. Silvercoin Race. So, der Gewinner ist unten. Das Schöne ist, hier kann man sich so schön im Weg stehen. Oh, Alter, wer hat mich jetzt hier abgeschossen? Was? Hier kann man sich so schön im Weg stehen, mein lieber Sluxos. Was du das da hinten schon wieder, da irgendwelche Raketen steigen lässt? Sluxy, schnuppe an meinem Hack. Wir haben Ketchup, wir beide werden langsam warm miteinander. Da ist die Sau schon wieder an mir vorbei. Hä? So.
Weißt du, was ich nicht verstehe? Nein! Scheiße! Ich hab's nicht verpasst. Aber weißt du, was ich nicht verstehe, Ding?